wann werden Cheater eigentlich gebannt, beziehungsweise wann werden offensichtliche Cheater eigentlich gebannt? Die Frage wird immer wieder gestellt. Man bekommt ab und an diese Nachricht, hey ho, du hast gut geoverwatcht und hast XP bekommen, weil Leute gebannt wurden, beziehungsweise weil deine Predictions richtig waren. Diese Nachrichten kommen immer seltener. Manch einer behauptet, es werden überhaupt keine Bans mehr durchgeführt. Andere sagen, es wird nach wie vor gebannt, aber viel, viel langsamer als früher. Keiner weiß, woran es liegt. Wir testen die ganze Sache jetzt. Ich schaue heute 5 Overwatches an, ziehe mir die Daten und werde dann überprüfen, wann die Leute, also ob die Leute überhaupt gebannt werden und falls ja, dann wann. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sogar darauf hoffe, dass wir mindestens einen Rage-Checker dabei haben, um halt dieses extreme Beispiel zu haben, wann so jemand, der extremst blatant reinhackt, gebannt wird. Ich habe den ersten Fall schon geladen. Gucken wir uns die Geschichte mal an. Aha, das fängt ja schon mal raging an. Da haben wir unseren Extremfall am Start. Keine Sorge, ich werde das rechtzeitig durchspulen. Vielleicht hat er sich auch nur anfangs so hingestellt, aus Spaß, wer weiß. Mal schauen, was er gleich macht. Falls jemand von euch bereits solche Experimente gemacht hat, dann kann er hier gerne seine Ergebnisse zum Besten geben, in die Kommentare schreiben. Okay, alles klar. Ich weiß, dass Sanse da schon einiges getestet hat und ich glaube, somit die größte Bibliothek an überwachten Fällen hat. Also Fälle, die er angeschaut hat und über, ich glaube sogar über Jahre hinweg speichert und guckt, wann die Leute gebannt werden. Sanse, wenn du eine Kleinigkeit dazu schreiben möchtest, dann hau's gerne in die Kommentare rein. Wir spulen hier jetzt dann einfach durch, weil es gibt hier, würde ich sagen, nichts mehr zu sehen. So, also Aim Assist, Vision Assist, Other und kein Griefing. Los geht's. Und da haben wir schon den nächsten, das ging jetzt echt ultra flott. Ah ja, Mirage schon wieder, sehr schön. Ist aber nicht derselbe, unser Suspect hatte vorhin eine andere Scout. So, hier auch wieder Ragic und ab dafür. Und ready. Ich stelle gerade fest, dass in dieser Demo ein richtiges Hacker vs. Hacker Spiel stattfindet. Es hacken noch andere rein, die werde ich mir auch notieren. Um zu gucken, ob die gebannt werden, beziehungsweise wann sie gebannt werden. Und siehe da, der dritte Fall ist auch schon ready. Oh, Office. Da rieche ich doch schon die... Ah, ha, noch? Sieht gut aus. Aber ich denke, wenn die Runde richtig beginnt, wird er wahrscheinlich reinkäkeln, oder? So, also, da ist schon mal der erste Headshot gefallen von ihm. Da ist der nächste, aber er stirbt nicht. Er weiß, Daisy ist da, er riecht Daisy fett und auch Rattle ist in seiner Nase drin, wie auch hier der letzte T. Also durch die Wände, check! Aim Assist wahrscheinlich auch. Natürlich ist es einfacher, Leute zu headshotten, wenn man im Vorfeld schon weiß, wo sie stehen, wenn man durch die Wand gucken kann. Nichtsdestotrotz sieht das hier alles nicht wirklich selbst erspielt aus, ne, mit der Maus hier. Mhm. Das ging jetzt eben in Ordnung, das eigentlich auch. Gut, die Runde war jetzt nicht sehr aussagekräftig hinsichtlich des Aims. Was macht er denn hier? Die Dinge mit der Pistole sahen halt schon echt nicht schlecht aus, aber auf der anderen Seite, er weiß halt, wo sie stehen, wo ihre Köpfe im Moment sind und so weiter. Da ist es dann doch recht easy, das so zu machen, obwohl das jetzt wiederum... Wichtig hierbei ist auf jeden Fall, dass wenn wir uns nicht ganz sicher sind, oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann lieber No Wall und kein Aim Assist, weil die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die anderen Overwatcher, die diesen Fall auch sehen, in dem Fall dann auch nur auf Wallhack drücken, weil sie sich bei Aim Assist vielleicht zu unsicher sind und dann ist die Sicherheit höher, dass der Bann dann durchgeführt wird. Wenn man selbst rumdrückt und einfach alles anklickt, weil man eine Sache sieht und den Rest nur vermutet, dann ist es immer schlecht. Guck ihn da. Ah, da ist er jetzt eben vor der Wand gestanden, der Dödel. Habt ihr möglicherweise schon Predictions, wann die Leute so gefühlt oder im Schnitt gebannt werden? Also früher kam es mir zumindest so vor, als wenn es so 1 bis 2 Tage dauert. So war es zumindest bei den meisten Fällen von mir der Fall. Aber die Sache scheint sich ja brutal geändert zu haben jetzt die letzten paar Monate. Wenn man den Leuten Glauben schenken kann oder darf, werden die Suspects nur noch nach ewigen Zeiten gebannt, wenn sie denn überhaupt gebannt werden. Früher kam bei mir zumindest diese Nachricht, die halt kommt, wenn dann eine Prediction zutreffend war. Die kam mindestens einmal die Woche, wenn ich einmal die Woche ein Overwatch gemacht habe. Also die Leute wurden gefühlt so, ich sag mal, nach 3, 4 Tagen dann tatsächlich gebannt, beziehungsweise der Fall wurde dann eben zu den Akten gelegt oder wie auch immer. Bezüglich Aim Assist gehe ich ja schon sehr stark davon aus, dass er Aim Assist hat. Aber ja, ich meine, auf stehende Gegner durch eine Smoke zu schießen, die man sieht, durch die Smoke hindurch, da ist halt auch so gut wie kein Aim erforderlich, ne? Also das geht auch so. Auf, mach nochmal was. Ah. Er sieht sie halt. Ah ja,
Alles klar. Weißt du, er spielt die ganze Zeit so und wird dann gekillt. Alles klar. Gut. Fahr mal durch. Hier also auch wieder das und nicht das. Ich schaue wieder in die Demo rein und ziehe mir geschwind die Daten raus. Suspect ist notiert, der nächste Fall ist da. Er wird heruntergeladen. Oh, das ist ein langsamer. Go. Komm schon. Oh, das 2, da ist bestimmt überhaupt kein Cheater. So, Dille, wir sind hier mitten in der Runde und er ist gar nicht am auf den Boden gucken. Okay. So. Na? Also er zieht hier ordentlich durch die Tür. Er steht aktuell bei 914 und ja, hat auf jeden Fall keine Wände hier im Spiel und ballert halt automatisch alles um. Und Bunny Hops sind auch am Start. Das heißt, wir haben hier bereits wieder die volle Palette der Kackhaftigkeit. Dem können wir schön alles drücken. Ich spul durch. Danach kommt noch ein Fall, den habe ich schon aufgenommen gehabt. Darum habe ich da was anderes an und sehe anders aus. Ich dachte erst, ich mache es nur mit dem einen Fall. Aber hab mir jetzt eben vor dem Schneiden gedacht, nee, das ist scheiße. Also ich mache da mindestens 5. Der letzte Fall hat auch wieder Skins am Start. Sogar gar nicht so schlechte, aber jetzt halt auch kein Knife oder sowas. Auf, zieh durch, Suspect. Zieh durch, du Köttel. Hopp. Zack. Bumm. Peng. Pow. Jetzt kommt der 5. Fall. Go. Hier jemand mit einer... Oh, guck mal, eine USPS-Kill-Confirmed und eine AK. Hat er die da eben hingeworfen bekommen? Das habe ich jetzt gar nicht... Dem mal zu spät angefangen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das wirklich seine Waffe ist. Also ich meine, die ist ja eh von einem CT, aber die AK, die da lag, die könnte vielleicht von ihm sein. Aber das kann ich später noch nachschauen. Wir wollen jetzt erstmal gucken. Okay, das scheint jetzt schon mittelmäßig obvious zu sein. Der Knilch ist, glaube ich, nicht gesteppt und er wusste genau, dass er durch die Smoke nach links weggegangen ist. Er schaut sich den nicht vorhandenen Skin an. Ach, guck mal da, eine AWP-Mord, das hat er. Die hat er sich jetzt eben gekauft. Das sieht hier aber stark nach Hops aus, Monsieur. Über eine Spielerei oder über einen kleinen Umweg kann man das Profil des Suspects herausfinden und da werde ich dann schauen, ob und wann eben auch dann ein Bann eintrudeln sollte bei ihm. Sofern er denn hackt. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ja, okay. Ja. Gut, pass auf, dann machen wir es wie folgt. Also wir sehen ja eindeutig, dass er jetzt sogar anfängt richtig reinzukacken. Lassen wir durchlaufen. Ich drücke ihm jetzt dann direkt, was ich ihm hier in dem Fall drücken würde. Und zwar direkt die oberen 3 Dinge. Und dann gucken wir uns kurz das Profil an von ihm. Natürlich anonymisiert, also seinen Namen und die Freundesgeschichten habe ich geschwärzt. Ja, also ich drücke ihm das hier übrigens, das hier und natürlich auch Other, ja. War ja Anti-Aim und Bunnyhop, Griefing, No und Ellie, Go. So, ja, jetzt sitze ich hier rechts und das hier ist sein Profil. Es sieht sehr mager aus. Die wichtigen Infos habe ich alle geschwärzelt. Und ja, hier gibt es eigentlich überhaupt nichts zu sehen oder zu sagen. Ich würde sagen, dieses Profil passt wie die Faust aufs Auge bezüglich seiner Aktion eben im Spiel. Ich habe auch noch sein Inventory abgescreent. Das sehen wir hier. Hier ist diese Frontside Misty dabei, hier ist die AWP Mortis dabei, eine Cortex ist dabei und noch so ein bisschen klein kruscht. Ist jetzt vom Wert her nichts Großes, die Frontside Misty ist ein FT, die Cortex war auch ein FT und das Teil weiß ich gar nicht mehr genau, was das war. Ich habe natürlich durchgeklickt, ich würde sagen so 20, 25 Euro kosten diese 3 Teile zusammen. Ja, ist jetzt nicht die Welt. Viel wichtiger ist uns natürlich, ob und wann hier auf diesem Profil der Wackbahn auftaucht. So, Dille, also heute ist der 29.03. Ich habe mir die Fälle jetzt angeschaut und habe mir die Profile der einzelnen Suspects abgespeichert. Nächste Woche Montag erscheint dann auch wieder irgendein Video und ans Ende dieses Videos, hinten dran, hänge ich die Ergebnisse von der ersten Woche des Experiments. Ich warte jetzt also eine Woche ab, gucke jeden Tag mal rein, ob sich schon jemand möglicherweise einen Bann eingefangen hat oder auch nicht und werde euch dann am Montag sagen, wie es gelaufen ist, also ob schon jemand gebannt wurde und wann. Dann wären wir hier soweit fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und natürlich auch für die Bewertung und für die Kommentare. Wir sehen uns dann spätestens übermorgen, also am Mittwoch wieder. Und hier kommen natürlich auch wieder die Dankesworte an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Haut da rein. Later.